es einen Unterschied? Ich gehe da immer hin und drehe irgendwo mit und dann hängt man mir Kleider raus, die ziehe ich an. Die Texte sind auch vorbereitet. Ich gucke nie auf die Rollennamen, von daher ist alles egal. Ich hasse Witze. Ich kenne keine Witze. Ich kann mir die nicht merken. Und weil das ist immer so. Wenn man jetzt den Witz nicht kennen würde, sondern nur so die Art, wie der Ablauf ist, wäre das immer nur der Erzählende immer nur. Und man weiß, nach diesem muss man reagieren mit, egal wie es war. Und das ist für mich so eine ein abstruser Aufbau. Jemand sagt was Lustiges, dann kann man lachen. Das finde ich völlig gerechtfertigt. Aber sozusagen, pass auf, in 30 Sekunden, wenn du da lachen würdest, das wäre dufte. Weil ich habe ja so eine lustige Geschichte. Das ist für mich ganz komisch. Ich kann nicht nachvollziehen, warum. Mache ich dauernd. Also ich fast in jeder Theaterproduktion, die ich mache, gibt es irgendwas musikalisch zu tun. Also von daher, das ist so verwoben, dass ich da gar nicht jetzt das besonders, also ich habe jetzt keine Band und so. Also natürlich hatte ich ab 16 eine Band, um Frauen zu beeindrucken und versuche das auch immer wieder weiter zu tun, aber jetzt im Rahmen von Theaterstücken oder so. Also da gibt's immer wieder Aufgaben, man spielt irgendwas oder singt dazu und so weiter. Also ich mache ja vor allen Dingen auch viel Musiktheater, daher kommt das. Streber. Weil, soll ich sagen? Weil Klassenclown, die werden nie Komiker. Die dudeln sich da durchs Schulleben und sind dann meistens bei der Sparkasse angestellt. Lange Zeit Mitläufer, aber ich hätte jetzt Lust auf Anführer. Rede nur mit meinem Vater hessisch und ansonsten, aber auch nur in bestimmten Zusammenhängen. Also wenn wir irgendwas Handwerkliches klären müssen, wie jetzt der Wasserkrane richtig zu montieren ist oder so, da kann es passieren, dass das ist dann die Technikersprache. Also ich bin sehr gerne Hesse, aber ich wüsste gar nicht so genau, was es ist. Also vielleicht die Schnelligkeit im Babbeln, ja, dass man also sozusagen, wenn man nicht mehr schnell genug mit den Beinen wegkommt, dass man dann schnell genug mit der Gosch, mit dem Mund ist und jemanden zubabbeln kann, wenn es nötig ist, ja, um sich zu wehren oder um aus einer Geschichte rauszukommen. Indem ich ganz viel arbeite. Das ist das Schönste, was es gibt. Ich habe das Problem der Life-Work-Balance gelöst, indem ich die beiden Begriffe zusammengefasst habe und aus Work-Life gemacht habe.